Genau, so haben wir direkt reingestartet. Ich starte auch bei uns im Haus und es ist dunkel. Wow, es kam auch schon wieder neue Patches. Oder es kam schon wieder ein neuer Patch. Du fällst in einem tiefen Schlaf. Cool. Natürlich haben wir Hunger und wir sind, ja, stimmt, wir sind schon 14 geworden. Was haben wir eigentlich? Wir haben vor 2 Wochen das letzte Mal gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich so alles erreicht habe. Ich weiß, dass ich mir gerade so in den Tod gehauen habe, als ich hier versehentlich runtergesprungen bin. Aber das war es auch mal wieder. Mehr. Hatte ich denn irgendwo? Warte mal. Es gibt mittlerweile auch 9 und 0. Davor gab es ja nur 8. Das ist cool, dass mit der die Hotbar vergrößert worden ist. Dann kann ich das wieder auf 0 legen. Dann habe ich mehr Platz in der Hotbar. Dann muss ich das nicht immer so quetschen. Das ist schön. Genau, wir konnten noch ein geschütztes Bett bauen. Wir könnten ein Laubbett bauen und Betten mit Dach. Ja, okay, Betten interessieren mich nicht sowas. Nichts mehr, das ist der Steinofen. Dafür brauchen wir 5 Steinziegel. 5-mal Tonmörtel, wo ich kann. Ich habe keine Ahnung, wo ich herkomme. Ein Ofen. Okay. Schwere Schichten. Da muss ich mich ransetzen und gucken, wie ich das bekomme. Erstmal herzlich willkommen auf YouTube und sei gegrüßt, dass du wieder dabei bist. Ein Abo, ein Kommi und ein Like würde mir sehr viel weiterhelfen. Ja, ne? Würde den Algorithmus unterstützen und das hier war gerade sehr, sehr lasch gesprochen, aber ja, so ist das. Wir werden mal ganz kurz alles reparieren, weil hier schon wieder alles fast kaputt. Die Wände sind heile. Aber das Dach wahrscheinlich hier oben muss repaired werden. Genau. Und unsere Axt muss auch mal wieder repaired werden. Dafür brauchen wir wahrscheinlich Chitin, weil die zu hart gedamaged ist, ne? Das ist der Steinschnitt. Oh fuck, ich wollte eigentlich zur Werkbank. Genau. Oh nein, braucht alles keine. Die braucht Chitin. Das ist okay. So, dann haben wir uns immer wieder alles repariert. Und guck mal, wo wir jetzt alles unser ganzes Gedöns reinhauen können. Hier haben wir Platz dafür. Da kann der Ameisenkopf rein. Das ist ein Spinnauge. Insektenpelz. So, haben wir hier. Oh fuck, das ist ja scheiße. Das war nicht so schlau, wenn ich ehrlich bin. Nein, du kommst nicht da rein. Da kommt das rein. So, dann kommst du damit rein. Mach ich die Seide hin? Mach ich erstmal hier mit rein. Und die können wir stacken. Das ist auch sehr angenehm. Reptilienhaut können wir hier hinhauen. Dann mache ich die Insektenpelz auch da rein. Brauchen wir nicht. Knochen hatten wir ein eigenes Lager, ne? Genau, hier waren Knochen. Giftdrüse und Spinnenaugen. Wo habe ich die nochmal reingetan? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Genau, wir haben letzte Folge versucht. Was heißt versucht? Wir haben probiert, die Spinne zu töten, aber die hat uns ja wirklich gnadenlos fast massakriert. Das war schon nicht mehr schön. Wir brauchen viel. Genau, wir wollen den Ofen herstellen, damit wir auch langsam mal Richtung anderes Werkzeug gehen können. Seidengewebe. Schutzanzug aus Seidengewebe, inspiriert von Spinnen, verleiht beispielsweise Geschwindigkeit und Beweglichkeit. Cool. Was wir machen können, ist Pfeile. Wir können uns ja auch einen Chitinbogen jetzt mittlerweile herstellen, habe ich gesehen. Waffen, genau. Wo ist denn Speer, Feuerspeer, Blasrohr? Könnten wir theoretisch auch bauen, ja, aber brauchen wir das? Nö. Grashüpfer. Es gibt nur auch eine Sense. Okay, die kenne ich noch gar nicht. Hier der Chitinbogen. Der macht halt, ne, sehr viel mehr Damage. Da brauchen wir aber schwere Chitin. Und wo ich diese schwere Schädlichen herbekomme, Giftstreik kommt cool. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Oh shit, das wollte ich gar nicht. Smallland, schweres Chitin finden. So kannst du schwierig schieben. Genau, dann müssen wir erstmal da ein paar töten. Das heißt, wir müssen runter ins Wald, in das Wäldchen. Black Hornet, da müssen wir hin. Da oben, wo wir das letzte Mal diese Riesenhornisse angegriffen haben. Wir brauchen nämlich 10 schwere Chitin. Das heißt für mich, wir werden mal hier hinreisen. Und das werden wir mal markieren. Wir müssen da lang. Und wir können ja gleiten, ne? Nicht mehr so viel wie damals, aber wir können es. Essen können wir auch mal. Das gibt uns ein bisschen mehr Nahrung und so weiter und so fort.
Aber wir müssen dahinter. Das ist unser primäres oder also unser Hauptziel gerade. Ich spreche gerade so sehr monoton. Das ist echt disgusting. Oh Mann. Aber mir ist auch gefallen, wir können ja auch viele, viele, viele Bäume hoch, ne? Also, das ist nicht so selten, der Baum. Da ist ein Baum, da ist ein Baum, da ist ein Baum. Hier sind super viele Bäume, wo wir hoch können. Bin ich überhaupt am Stream? Live? Ja, bin ich. Und ich denke mal nicht, dass wir schaffen, bis dahinter zu kommen. Weil wir brauchen ja schon 25% an Ausdauer, wenn wir... Wenn wir auf den Ast hier landen. Jupp, dankeschön. Und so gleich davon wieder abspringen. Wir müssen ja theoretisch da irgendwo hin. Ne? Das müsste doch richtig sein, oder? Jupp. Ich denke mal, dass wir diese Hornisse, diese großen, nochmal töten müssen. Denke mal, das oder die gibt uns spielerisch Chitin. Ein anderes fällt mir gerade nicht ein. Wir könnten auch actually mal. Das machen wir mal. Das klingt nach einem Plan. Wir wechseln mal unser Standort vom Haus her. Genau, das machen wir jetzt mal. Jetzt klettern wir mal kurz da hinten hoch und wechseln einfach mal unser Standort vom Haus. Dann haben wir es nicht so weit zu unserer Hüde. So. Oder auch nicht so. Ach ja, die ganzen Ameisen wieder. Wie geht man nach Hause? Komme ich denn hier hoch? Ist die. Nein, komme ich nicht. Ja, du bist ja, ihr seid eigentlich völlig wumms, wenn ich ehrlich bin. Ihr seid mittlerweile nur noch nervig, ne? Hier komme ich da hoch. Also hier sieht's aus dem Weg, als würde ich hier hochkommen, ne? Jo. Gut, dann wollen wir mal hier den Baum hinaufsteigen. Hinaufsteigen, hat er gesagt. Oh, schön. Ich bin auch echt eigentlich viel zu müde für Stream. Das ist nicht gerade so monoton die ganze Zeit. Und ja, nicht so schön, wenn ich ehrlich bin. Aber naja, was soll ich tun, ne? Genau. Palia, muss ich sagen, ist actually doch ein sehr, sehr schönes Spiel. Spiel ich gern. Also ich habe Anreiz weiterzuspielen. Wollte auch heute weiterspielen unbedingt, aber ich muss Smallland spielen. Das heißt, ich will Smallland spielen. Das klingt so gewollt. Wir sollten vermutlich gleich oben sein. Gibt's eigentlich, sind das, die Bäume sind alle gleich, das haben wir ja festgestellt, ne? Da sieht's aber so aus, als würde der Baum irgendwie größer sein. Ist ja schön, dass es auch so viele Bäume gibt. Vielleicht hat es die Möglichkeit später ja noch. Ich bin so orange gerade. What the fuck? Vielleicht gibt es ja später noch die Möglichkeit, irgendwie mit anderen Leuten zu spielen. Also mit Fremden. Wo muss ich denn hin? Da lang. Weiß ich nicht. Man, theoretisch könnte man das ja möglich machen, dass man mit Leuten spielt, die man nicht kennt, und dann einfach das, dass man hier sein eigenes Gebautes nicht kaputt machen kann, also von Fremden nicht zerstört werden kann. Oder man ist halt so in der Lage, PvP oder PvE selbst ein- oder auszuschalten. Naja, das ist so eine Sache für sich. So, darf ich hier hoch? Nein? Schade. Jetzt darf ich da hoch, cool. Ich muss hier hoch. Das ist schön. Ist ja jetzt nicht so schwierig. So, hierhin. Hierhin. Ah, wie hoch ist denn dieser Baum, bitte? Ah doch, ich glaube, von der Höhe gibt es da schon eine Änderung. Ich weiß gar nicht, wo ist der andere Baum nicht hingesehen? Ich bin doch eigentlich die ganze Zeit hier an der gleichen Stelle. Oder auch nicht. Da drüben will ich auch mal hin. Das sieht aus wie ein Spielplatz oder so. So, ich hab's nach oben geschafft. Hallöchen. Ich möchte diesen Baum bitte in Besitz nehmen. Danke. Jetzt habe ich diesen Baum in Besitz genommen. Das finde ich sehr schön. Jetzt bin ich nicht mehr so weit weg von dem hier. Und hier müssen wir auch noch die Karte erkunden. Hier haben wir noch super viel zu erkunden. Ich kenne die ganze Karte ja noch nicht einmal. Genau, hier ist die Albino. Ach, jetzt wird es mir angezeigt. Albino-Spinne, genau. Hier war der Rhino Beetle und da ist die Albino-Spinne, die große weiße Spinne. Auf die ich so gar keinen Nerv habe. Naja. So, jetzt haben wir wirklich nicht mehr so weit nach Hause, wenn wir jetzt hier schweres Chitin farmen wollen.
Das ist echt cool mit den Bäumen, dass man Bäumelein wechselig hier machen können. Es ist schon wieder Winter. Oh jo, die Jahreszeiten gehen. Oder täuscht mich das nur? Ist es, oder ist es doch nicht? Oder habe ich auch diese Lampe da hinten? Das wäre ziemlich awesome. Diese Laternen, die es. Unser Ziel ist ja herauszufinden, warum, wieso, weshalb wir oder warum die Menschheit ausgestorben ist. Und ja, es scheint mir, als wäre es Winter. Oh shit. Da ist einer dieser Hornissen. Die müssen wir halt töten. Aua. Die Hornisse, die hier ist. Da haben wir vielleicht auch unseren schweren. Ich habe keine Bandagen, sehe ich gerade. Das war sehr knapp. Jupp, hier gibt es auch diese schweren Gentilen. Wo sind meine Bandagen? Das ist jetzt ein bisschen doof. Ich habe ein HP. Genau, das ist hier ist. Okay, dass ich keine Bandagen gerade habe, ist ein bisschen doof. Ja, das ist Feuerstein. Ah, hier haben wir auch Feuerstein her. Was bist du denn? Wie lange hält denn das Gift von der scheiß Hornisse denn bitte an? Okay, dass wir keine Bandage haben, ist ein bisschen doof. Ich kann ja herausfinden, ob es freundlich ist. Nope, ist es nicht freundlich. Es ist gar kein Fall auf freundlich. Es ist auf gar keinen Fall freundlich. Ist auch egal, warum eigentlich kann er uns auch töten. Eigentlich spielt das keine Rolle. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, mit diesem Dings hier zu. Ah nein, der haut ab. Das ist jetzt ärgerlich. Dass das nur noch Harz, ne? Das ist alles ein bisschen doof jetzt gerade. Ist alles ein bisschen doof. Hier kommen wir hoch. Okay, wenn wir jetzt jedes Mal wirklich nur so die Hornisse töten können, ist das ein bisschen doof. Weil man ja das wirklich sehr knapp überlebt. Wirklich sehr knapp. Und wo ist eigentlich der. Ach ne, der Baum ist da hinten. Ja, das ist frech. Und wir haben Fallschirm mitgenommen, muss man auch noch dazu sagen. Okay, das mit dem Lehm ist immer so ein bisschen. Es ist so ein bisschen für sich, ne? Weil theoretisch können wir uns ja auch mal. Ich denke mal, dass wir noch mal uns so ein Essen machen für so einen Salamander und themen uns den aber noch mal. Was ist da denn? Und wer bist du? Warum ist hier einfach mittendrin einfach so ein Haus? Wer wohnt da? Ach du Heiliger, wer wohnt denn hier? Gehen wir doch mal Hallo sagen. Das klingt doch nach einem Plan. Den habe ich vorhin noch gar nicht gesehen. Jetzt nur beim Random vorbeifliegen. Hallo? Jemand zu Hause? Und so. Da steht sogar jemand. Wer bist du? Ach komm. Mürmig. Hallo, eine Menge Stufen. Was? Was führt dich hierher? Sieht robust aus, die Rüstung, die du da trägst. Habe ich gefertigt aus dem Teilen von Kreaturen aus den Graulanden. Ich könnte dir auch eine sowas machen, wenn du mir nur genug Material bringst. Kennen wir schon. Ameisen. Okay, nice. Aber ich glaube, unsere jetzige ist gerade besser mit 9, ne? Ja, das ist bisher besser. Okay, cool, dass es sowas gibt, aber unsere ist besser. Knochenhelm hat 6. Durchbruchswiderstand, Durchbruchswiderstand unserer Tier. Okay, cool, dass es sowas gibt, aber brauchen wir jetzt nicht wirklich. Was hast du hier oben zu schaffen? Ich halte Wache. Die Kreaturen des Überlands sind sind in jüngster Zeit ruhelos. Wir fürchten, dass sie zu einer Gefahr für die Siedler und vielleicht sogar dem Bau werden können. Okay. Was sind das hier? Wassertropfen. Hä? Ich will auch sowas bauen. Falls es mal regnet oder so, mir was anbauen, wäre schon ganz cool. Vor allem, es sind ja nicht nur die Dings. Es sind ja wirklich alles Mögliche.
So, wo komme ich jetzt eigentlich hier am schnellsten hoch? Wenn ich ganz so weg hochklettern möchte, ich eigentlich nicht nochmal. Und dass ich jetzt wieder keine Bandagen habe, ist ein bisschen doof. Da drüben ist halt noch ein Spielplatz, so wie es aussieht. So, das ist doch mein Baum hier, ne? Ist das hier mein Baum? Ich denke, Murmel. Genau, den haben wir jetzt auch kennengelernt. Cool. Ach, da. Ich möchte bitte meinen Fahrstuhl runterholen. Ja, cool. Das mit dem Regen ist halt ein bisschen langsam, weil ich halt nur Essen habe. Würde ich jetzt auch noch Dings haben. Zum Regen würde es schneller gehen, aber ich habe da keinen Honig mehr anscheinend. Kann man sich das irgendwie automatisieren, den Honig? Oh Gott, bin ich orange, Hilfe. Ich muss einfach in die Kameraeinstellung gucken, dass ich das orange ein bisschen rausbekomme. Kann ich ja gleich nebenbei machen. Ich möchte, ne, muss noch fahren. Kamera, wo bist du? Palia Kamera. Filter, was? Das ist der Rahmen. Ich will Webcam da. Ich bin schon sehr orange, ne? Kann ich das irgendwie rausfinden, dass ich nicht so die ganze Zeit so orange bin? Ja, wir machen gleich weiter. Gib dir eine Sekunde. Gamma, Kontrasten. Ich bin schon sehr orange, muss ich sagen. So. Helligkeit, lassen wir Sättigung. So, ne? So sieht es doch besser aus, oder? Ja, so sieht es um einiges besser aus. Okay, gut. Schön, dass wir das auch geklärt haben. Zack, zack. Ja, so sieht das besser aus. Alles klar. So, dann wollte ich nachgucken, ob wir noch irgendwie Bandagen haben. Ich glaube, die Tür ist immer noch falsch umgesetzt. Naja, Bandagen. Wir haben aber keinen Honig wahrscheinlich, oder? Ich muss erst wieder Honig sammeln, bevor wir irgendwas machen können. So. Oder auch nicht so. Seide. Doch, wir haben zweimal Honig. Da könnten wir wahrscheinlich mit. Was brauchen wir denn nochmal, um zu sagen, dass wir das craften wollen? Heilwerk-Dings-Gedöns. Fasern war das. Wir müssen mal Honig sammeln. Das nicht brauchen Nissen, weil das bringt uns da gar nichts. Aber Honig müssen wir mal sammeln. Das sollte ich mir mal als Ziel. Oh, ist denn meine ganzen Fasern hin? Meine ganzen Fasern sind weg. Das ist ja frech. Ja, das ist ein bisschen doof, ne? Ne, das sind nicht Fasern, ne? Das sind Käferlymphe oder so. Ja, genau, das sind Käferlymphe, die interessieren mich nicht. Feuersteine sind hier hinten. Da haben wir nochmal dreimal Honig. Jetzt haben wir fünf schon. Okay, nice. Aber ich brauche halt, wie gesagt, Fasern. Ohne Fasern geht hier actually gar nichts. So, hier unten scheint es mir noch Fasern zu geben. Okay, das war ziemlich toll. Oh Gott, da wäre ich fast gestorben. Malve. Malve gibt mir doch bestimmt Fasern, oder? Ne, Malve gibt mir Holz, eine Faser. Wow. Da vorne hätte man einen Grashüpfer, theoretisch, um den zu zähmen. Aber wir kennen ja unser Glück mit den Grashüpfern. Einmal zu lange Leertaste gedrückt. Oh, wow, wo bin ich hin? Was? Das ist doof. Kannst du bitte? Dankeschön. Kann ich die Grashalme, die großen, eigentlich auch wegmachen? Ich meine, die Malven geben mir Holz. Roggen, genau. Genau, die sollten mir genug Fasern erstmal geben. So, haben wir das auch schon. Perfekt, das ist doch schön. Da vorne sind mehr Roggen. Nimm mal die doch mal schnell mit und dann. Schmetterlinge, Hallöchen. Aber ich denke nicht, dass ich dafür schon irgendwie Ausrüstung habe, dass ich der Schmetterlinge tanken kann. Salamanders, Marienkäfer,
Und Grashüpfer sind momentan die, die ich tamen kann. Mein aktueller Stand.